Hallo und herzlich willkommen beim Raustausch-Podcast Nummer 146. 146. Ja, wir wollen uns widmen der Release-Vorschau für den Mai 2018 und wir sind in einer sehr merkwürdigen Position. Ja, weil es ist so, im Mai, es kommen so zwei, drei etwas größere Titel raus und der Rest ist eigentlich alles nur irgendwelche HD-Remakes oder irgendwelche Editions, die jetzt für die Switch rauskommen. Ja. Und ein paar Sachen, die aus der Early Access rauskommen. Also nichts wirklich an vielen großen neuen Titeln, sondern nur wenig große neue Titel und dafür ganz viel war schon mal da, aber ist schön, jetzt auch auf der Switch zu haben. So. Deswegen haben wir uns überlegt, wir werden jetzt nicht über jedes dieser Spiele, die nochmal kommen, nochmal ausführlich reden, denn über alle davon haben wir in vergangenen Release-Vorschauen und so schon gesprochen und in Jahresreviews. Wir werden aber heute in der und sonst so Kategorie nicht nur die Titel abrattern, sondern halt zu diesen Titeln dann auch mal kurz was sagen. Ein, zwei Wörter sagen. Aber halt eine gekürzte Version, hoffen wir. Mal schauen. Wir und gekürzte Version ist ja immer so ein Thema für sich. Das hat bis jetzt immer gut geklappt. Ja. Darum fangen wir auch gleich mal an mit dem ersten Titel. Und zwar am 8. Mai erscheint Conan Exiles für die PS4, Xbox One und den PC. Und zwar erscheint aus der Early Access heraus sozusagen, weil Conan Exiles ist der Titel, der schon seit wahrscheinlich sogar gut dreiviertel Jahr oder so mittlerweile, kann gut sein, schon in Early Access existiert und jetzt halt endlich rauskommt, auch für die Konsolen gleich. Und ja, Conan Exiles ist halt ein Survival-Multiplayer-Spiel. Ja. So. Es geht halt einfach ganz normal darum, man hat halt die, ich sag mal, die Conan-Lizenz genommen. Es ist halt eine riesige Open World. Mit allen möglichen Ressourcen, allen möglichen Monstern, Kreaturen und auch ganz normalen Tieren, die halt da so herumstreuen. Und man spawnt halt als komplett nackte Figur, glaube ich sogar. Besonderes ist, man kann sogar auch seine Penislänge einstellen, soweit ich weiß, bei Conan Exiles. Sehr gut. Die wird zufällig bestimmt, glaube ich, sowas bei Conan Exiles. Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, entweder war es zufällig oder man kann es selber einstellen. Eins von beiden. Es war nur, weil es damals groß Furore gemacht hat bei Conan Exiles, als es raus, zum ersten Mal rausgekommen ist, die Early Access, dass halt das mit eines der besten Features des Spiels so nach dem Motto ist am Anfang. Dasselbe gilt natürlich auch für Brüste. Genau. Und jedenfalls ist es so, dass man halt erstmal so startet, dann muss man erstmal sich die ersten Materialien zusammensuchen. Also ein bisschen wie in Ark. Nur halt nicht mit Dino, also es gibt auch Dinos, aber halt weniger Dinos, sondern mehr auch normale oder andere artige Monster. Da muss man sich halt Waffen craften, dann gibt es auch zum Beispiel irgendwelche Banditen, die man umkloppen muss und so weiter. Und man kann halt natürlich auch in großen Gilden und Gruppen und so weiter zusammenarbeiten und dann halt auch zum Beispiel riesige Basen aufbauen. Und grafisch sieht es ganz nett aus. Kommt nicht ganz an Ark heran, aber es sieht auch ganz nett aus. Und es erfreut sich, soweit ich weiß, sogar relativ große Beliebtheit. Ja. Ja, ich kann mich nur wiederholen, dass ich mit all diesen Survival-Games nicht so viel anfangen kann. Also ich habe mal dem guten Rockley dabei irgendwie ein, zwei Stunden zugeguckt. Währenddessen haben wir uns über Gott und die Welt unterhalten, was halt schon zeigt, dass das Spiel jetzt nicht sonderlich viel Aufmerksamkeit vom Spieler erfordert, außer wenn man mal wegrennt. Ja. Und es weiß ich nicht, es ist so, mir gibt dieses Spielprinzip irgendwie einfach nichts, da durch eine Welt zu latschen, mich hoch zu craften, zu sterben und von vorne anzufangen. Ja. So, und ja, ich muss auch sagen, da finde ich die Lizenz halt auch nicht sonderlich spannend. Ich habe gesehen in den Screenshots, dass da wohl später auch noch ganz riesige mythologische Figuren gibt und so weiter und so fort, was dann wahrscheinlich Endgame-Content ist. Aber ja, das ist so, also das reicht mir nicht, um zu sagen, darauf arbeite ich jetzt stundenlang hin, um dann irgendwann mal so ein Viech zu legen oder was auch immer. Ja. Oder auf einen Koloss zu reiten. Ja, also ich kenne auch nur deswegen, weil ich habe mal ein lustiges Video angeguckt, und zwar, es war halt ein Spieler, der hat alleine gespielt hat und mit nur einem Kumpel irgendwie zusammen. Und die haben halt richtig was aufgebaut und dann war halt eine Gilde, die halt aus 10, 20 Mann oder sowas besteht, die halt eine riesige, fette, aufgebaute Basis haben. Und diese Gilde hat halt diese zwei Spieler total in Grund und Boden zerkloppt. Die haben alles, was die hatten, kaputt gemacht, haben alles von all ihren Loot und so weiter mitgenommen. Und dieser eine Spieler und sein Kumpel waren halt so angepisst, dass sie gesagt haben, okay, wir machen jetzt diese Gilde fertig. Denn man kann irgendwie, ich weiß nicht, was man dafür alles erfüllen muss, aber man muss bestimmte Sachen erfüllen. Und dann kann man sich selber in eine von drei riesigen Kolossgottheiten verwandeln. So und diese halt auch wirklich steuern. Er hat sich dann halt selber in so eine Art Cthulhu-Viech verwandelt,
ist dann halt zu der Basis dieser Gilde und diese Gottviecher kriegst du halt so gut wie nicht tot. Und er hat halt die gesamte Basis, die halt riesengroß war, wahrscheinlich wirklich Tage und Wochen gedauert, um das ganze Material dafür zu holen, hat er komplett in Grund und Boden zerstampft und hat all ihr Zeug zerstört und hat den gesamten Loot, was diese Gilde hatte, hat er sich alles an sich gerissen. Video so 5 Minuten, kann man sich mal auf YouTube anschauen, war sehr lustig. Ja. ja, dann am 11. Mai kommt Warhammer 40k Inquisitor Martyr. Und zwar für PS4, Xbox One und PC. Ja, wir waren eigentlich der festen Überzeugung, ja, dass das ein Ego-Shooter Co-op. / Co-op Rainbow Six-eskes Ding ist. Haben es dann bei Steam gesucht und da stellt es sich heraus als ein Diablo-Klon. Klon. Ja. Der auf dem PC im Moment in der Early Access ist. Und upsala, gegen den Tisch gestoßen. Und ja, hat ziemlich gute Bewertungen. Ja. Und es war halt so, wir können dazu gar nicht viel sagen, weil wir halt wirklich von einem völlig anderen Spiel ausgegangen sind. Aber wir haben das gesehen und haben in unserem Kopf fügte sich zusammen Diablo und Warhammer 40k. Das klingt geil. Ja, und so sind auch meistens die Bewertungen für dieses Spiel. Was wir kurz an Spielmaterial gesehen haben, da sah auch ganz cool aus, mit riesigen Horden, die halt auf einen zuschwimmen und man ballert da irgendwie ganz an die Masse rein. Sieht spaßig aus. Diablo geht immer. Ja. Und ja, wer 40k-Fan ist, glaube ich, wird damit viel Spaß haben. Wenn es jetzt am 11. Mai auch aus der Early Access endgültig rauskommt. Genau. Ja, dann ebenfalls am 11. Mai kommt ein Spiel, was ich wirklich so gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, ehrlich gesagt. Und vor allem auch nicht, dass es jetzt kommt. Mhm. Nämlich State of Decay 2. Aber das kommt nicht am 11. Mai. 18. Mai. Ich kriege bald eine Brille. Ich wollte gerade sagen, bist du jetzt wirklich bei State of Decay oder bist du jetzt gerade runtergerutscht? Nein. ja, es wurde letztens festgestellt, ich habe 50% Sehkraft. Das erklärt auch, warum ich hier immer so einen völligen Bullshit lese. Und warum du in den Spielen immer vorliest. Ja. So. ja, also 18. Mai, State of Decay 2. Ja, da haben wir in der Release-Vorschau fürs ganze Jahr schon gesagt, irgendwie haben wir uns, als es angekündigt wurde, gefreut. Und alles, was sie so geplant haben, mit die Welt größer und es gibt jetzt auch Autos und bla und alles halt verbessert, klingt auch alles cool. Und dann hat man halt das Gameplay gesehen letztes Jahr auf der E3. Und dann war es auch immer nicht mehr so. Ja, und das Spiel sieht halt einfach schlecht aus. Ja. Es sieht immer noch sehr, sehr ruckelig und von den Animationen her einfach aus wie ein Low-Budget-Spiel. Es hat jetzt sicherlich auch nicht das höchste Budget der Welt. Ja. Aber irgendwie sieht das halt aus, als ob es wirkt, als ob da genauso ein schlampig umgesetztes Spiel rauskommt wie bei Teil 1 am Anfang. Und was dann langsam repariert werden muss. Und alleine, dass man meines Wissens nach der E3 nichts mehr gehört hat. Nichts mehr Großes. Nichts mehr Großes. Und jetzt erscheint es einfach. Ja. Das bestätigt mich darin, dass das einfach nichts Großes wird. Voll, das ist eigentlich das Besondere daran, dass State of Decay 2 ja eines der wenigen Xbox One-Exklusiven, also gut, es kommt für den PC auch, aber es hat für die Xbox One nur und für PlayStation kommt es gar nicht raus, ist. Und trotzdem überhaupt nichts Großes an Werbung dafür gemacht wurde, sonst irgendwas. Wer übrigens da überhaupt nichts anfangen kann, State of Decay 2 ist ein Zombie-Survival-Game. Ja. Besonderes ist halt, dass man eine große Welt hat, man kann jetzt auch mit Autos rumreisen und es soll halt ein besonderer Fokus darauf gelegt werden, halt noch mehr auf den Multiplayer-Modus. Also sprich, dass man halt auch irgendwie sehen kann, wenn halt irgendwer eine Leuchtfackel irgendwie in den Himmel schießt, dann ist da irgendwas, dann kann man da schnell hingehen und kann zum Beispiel auch einem anderen Spieler helfen, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, genau. Es war ja im ersten quasi auch schon, dass immer so die Frage ist das jetzt, also tun wir uns jetzt zusammen oder schießen wir uns gegenseitig ab? Und ja, das wird halt verbessert und dann gibt es halt wieder dieses Feature mit, dass man sich seine eigene Farm aufbauen kann und seine eigenen Ressourcen anbauen und so weiter und so fort. Und wenn man stirbt, ist man halt dood. Genau. Für immer. Richtig. Permadeath und so. So, dann muss man das Spiel neu kaufen. Das ist nur der nächste logische Schritt. Nein, dann... Ich warte darauf, dass irgendwann eigentlich schon, wirklich so kommt. Metal Gear Survive 2. Ja, genau. Wenn man schon Speicherstände verkauft. Dann kann man auch das Spiel halt öfters mal wieder verkaufen. Ja. Ja, und weiß ich nicht, also nichts, was ich von diesem Spiel gesehen habe, hat mich in irgendeiner Form begeistert. Nee. Und ich bin eigentlich Freund von zusammen Zombies töten. Macht immer Spaß.
Aber ja, es sieht halt wirklich aus wie das da kann nächste. man auch Seven Days to Die zum Beispiel Genau, spielen, wie mit das der nächste stinknormale Classic-Grafik, sag ich Survival-Game. mal. Ja, es hat kein besonderes Alleinstellungsmerkmal irgendwie in den ganzen Zombie-Survival-Games-Masse, die es halt so Ja, gibt. also vielleicht irren wir uns ja auch und es war so lange still, damit es dann rauskommt und alle sagen, boah, Voll cool. voll cool, aber irgendwie Glauben wir nicht so richtig glauben dran. wir nicht so dran. Und wie diverse Releases in den letzten Jahren gezeigt haben, ist unsere Ahnung meistens relativ gut. Genau. Ja. Aber bei dem nächsten Spiel sind wir uns sehr, sehr sicher, Ja. dass es sehr gefeiert werden wird. Vor allem von uns aus sehr gefeiert werden wird. Denn es hat ja auch eigentlich schon mal bewiesen, Dass dass es es sehr gefeiert sehr wird. gefeiert wird. Und zwar am 25. Mai ist es endlich soweit. Dann heißt es wieder You Died bei Dark Souls Remastered Edition. Praise the Sun! Für PS4, Xbox One und PC und für die Switch, wie gestern angekündigt wurde, ein bisschen später. Genau, ein bisschen wurde es nach hinten verschoben. Aber trotzdem, schön, dass auch ein Dark Souls-Titel für die Nintendo-Konsole rauskommt. Ja. Ich finde es lustig, dass wir gleich für eine Solaire-Amiibo-Figur dafür gleich verkauft Ja, wird. auf die habe ich auch irgendwie Bock. Die Solaire-Amiibo-Figur. Ja. Ich werde es mir nicht für die Switch holen, aber den Amiibo hätte ich gern. Was kann man mit diesen Amiibos eigentlich genau machen? Weiß ich nicht. Also was macht die, also ich hatte so, dass Amiibos zum Beispiel in bestimmten Spielen, dass man da diesen Charakter hochleveln kann, zum Beispiel Super Smash Bros. Ja. Brawl da irgendwie. Ja, dann kannst du sie bei einem anderen ranstecken und dann hast du da deinen gelevelten Charakter. Genau, Ja, und was ist jetzt bei Dark in Souls? anderen schaltet es halt Kostüme frei und Ja. so. Also, es ist ja auch so, wenn du zum Beispiel, jetzt nur als Beispiel, weiß ich nicht, ob es so ist, aber zum Beispiel in Bayonetta konntest du über die Amiibos ja die Outfits für Bayonetta freischalten. Dann rannte Bayonetta in einem Peach-Kostüm rum. Ah, okay. So. Und ja, so eine Sachen Das halt. Aber es heißt, ist halt, im Prinzip sind das Sammelfiguren mit kleinen ja, Goodies Goodies. drin. Das heißt also, man kann Mario in Solaire-Rüstung rumlaufen lassen? Weiß ich nicht. Das wäre irgendwie lustig. Mag sein. Ja, ja, da würde ich jetzt spontan mal sagen, falls ihr an der Switch-Version interessiert seid, wartet die Reviews bitte ab, weil es mich sehr wundert, dass es so kurz vor Ja, Release auch noch verschoben verschoben wird. wird. Das heißt, wahrscheinlich hat die Switch Probleme mit diesem PlayStation 3-Spiel. Ja. So ein bisschen. Ja, aber über Dark Souls wird auch noch ein separater Podcast kommen, was Genau. die Reihe eigentlich so grandios macht. Für mich ist und bleibt Dark Souls 1 das absolute Prunkstück der Serie, weil hier einfach in Sachen Weltdesign, Bossdesign, Lore und so weiter, ja, einfach nach wie vor die beste Arbeit geleistet wurde. Also Ja. allein diese Welt macht halt so viel Freude, dass du nach 30 Stunden irgendwo hinkommst und merkst, oh, da oben war ich vorhin. Genau. So, und nicht diese einzelnen Abschnitte hast, bis auf den einen großen Cut, der im Spiel drin ist. Ja, es war halt wirklich so, das, was Demon's Souls angefangen hat, hat es so logisch erweitert, hat es ein bisschen einsteigerfreundlicher gemacht als Demon's Souls, aber immer noch nicht sehr einsteigerfreundlich. Hat tolle Bosse. Die Lore ist die beste, weil es halt die eigenständigste Lore ist. Ja. 2 und 3 bauen dann ja halt Darauf auf. meines Empfindens nach leider nur noch darauf auf. Und ja, bietet einfach tolle Geschichten und nach wie vor ja ein Gameplay, was die Spielelandschaft nachhaltig verändert hat. Ja. So. Also, es hat ja nicht nur die Spielelandschaft verändert, es hat ja auch uns verändert, unseren Ja. Spieleart. Weil seit damals Dark Souls 1 zum ersten Mal durchgezockt, ist ja wirklich so, dass ich kein Spiel mehr irgendwie auf normal spielen kann. Sondern es muss immer mindestens schwer sein. Auch wenn es mich dann in den Arsch tritt. Aber ich will dann diese Herausforderung. Ich brauche dabei wirklich diesen Kick. Ich brauche die Herausforderung in den Spielen. Sonst macht es mir einfach kaum noch Ja, habe ich meistens auch. Spaß. Es lässt mittlerweile so weit nach, dass ich zumindest in Streams sage, okay, wenn ich jetzt hier gerade einfach 50 Mal gegen eine Mauer renne, dann sage ich irgendwann, okay, ist gut, weil ich dann auch irgendwie einfach frustrierter werde. Aber das macht halt Souls für mich auch so aus, dass es halt schon manchmal, also es ist halt oft sehr schwer, aber es frustriert mich eigentlich nie, weil ich immer das Gefühl habe, okay, ich bin gerade selber schuld daran, dass ich hier gescheitert bin und das Spiel hat mir eine faire Chance gegeben, das zu vermeiden. Außer Dark Souls 2. Außer Dark Souls 2 manchmal. Aber es geht jetzt ja auch um 1. Ich weiß. Und das ist halt eine Tugend, die es, wie ich finde, vielen Spielen voraus hat, weil in vielen Spielen, die schwer sind, es halt auch so ist, dass sie auch teilweise einfach auf Glück basieren, so ein bisschen. Ja. Dass du im richtigen Moment aus der Kamera irgendwas sehen musst und so. Genau. Dark Souls kann dich mit der Kamera völlig ficken.
Und es ist meistens trotzdem noch fair. Meistens. Denn der größte Feind in Dark Souls ist die Kamera. Ist die Kamera. Der schlechteste designte Feind ist die Kamera. Und der frustigste Feind ist auch die Kamera. Ja, die Kamera ist immer schuld. Ja. Ja, ja, ansonsten, was ist der große Unterschied zwischen der alten Dark Souls-Variante und jetzt der Remastered Edition? Ist halt Remastered natürlich grafisch ein bisschen hübscher alles. Es gibt jetzt auch richtige Partikeleffekte, zum Beispiel bei den Bonefire. Ich nenne es mal gerne Bonefire. Zum Beispiel irgendwelche kleinen Pflanzenteile bewegen sich jetzt auch so im Wind sozusagen. Also auch richtig Gräser sind animiert. Natürlich schöne Partikeleffekte, wenn irgendwie Schwert schlägt auf Schild und so. Gibt es jetzt auch. Und ansonsten noch ein paar leichte Komfort-Sachen sind dazu gekommen. Zum Beispiel kann man jetzt Seelen gleich im Stack einlösen. Musste ich jedes Mal okay. Ja. Ja, und man kann mit einem Tastendruck auf Viereck direkt zum ersten Item in den, genau. In den Items, also zum Estus-Flakon. Genau, normalerweise im Estus-Flakon. In der Regel Estus-Flakon. Ja, und der DLC ist halt dabei. Genau, und der DLC so. Ist natürlich was mich persönlich sehr freut, weil ich ja nie in den Genuss gekommen bin, das zu spielen. Das wird dann also nochmal die neue Erfahrung daran. Aber man muss halt wirklich ganz ehrlich sagen, wir sind zwei Leute, die in der Regel so über Remastered und so schimpfen. Ja. Aber bei Dark Souls ist es halt wirklich so, die hätten auch einfach gar nichts verbessern müssen. Und einfach nur Dark Souls nochmal. Und wir wären so, jawohl, Dark Souls nochmal. Einfach nur, dass wir einen Grund haben, es nochmal zu zocken. Ja. Und weil das ist ja ein ganz großes Ding. Wir haben ja Dark Souls 2 auf unserem Kanal, wir haben Dark Souls 3 auf unserem Kanal, wir haben Bloodborne auf unserem Kanal, aber noch nicht Dark Souls komplett auf dem Kanal, weil ja leider damals der Spielstand bei dir abgeraucht ist. Ja. Das heißt, wir brauchen immer noch Dark Souls 1, den besten Teil, auf unserem Kanal. Und jetzt können wir halt endlich sagen, ja, da, remastered, hab da. Und natürlich haben sie auch jetzt die 60 FPS geschafft. Und ich hoffe sehr, dass sie die Fehler, die dadurch in der PC-Version entstanden sind, dass sie die gefixt haben und dann vielleicht auch in der PC-Version mal fixen. Wäre ja das wäre auch mal so eine Idee. So, weil es wirklich, also FromSoft hat bei der PC-Version wirklich eine, also es ist ja eine absurde Leistung. Der Nip saß hier und habe gesagt, er weiß nicht mal, wie das geht, dass durch Framerate Fehler entstehen. Mhm. So, und es wurde aber von den Entwicklern selber bestätigt, dass zum Beispiel in Dark Souls 2, dass die Waffen doppelt so schnell kaputt gehen, liegt an der Bildwiederholungsrate. Weil die einfach doppelt so hoch ist, gehen die Waffen doppelt so schnell kaputt. Wie auch immer das geht. Wie auch immer das geht. Und das haben sie ja gefixt, als die PS4-Version kam. Und hier waren ja so Sachen, wie das zum Beispiel in diesem Baum, der dann unten in den See führt, dass man da zwar runter konnte, aber man konnte nicht mehr hochrennen. Weil dann irgendwann einfach eine Wall da war. Oh. Und dann musste man halt irgendwie so an der Wall langrennen, um irgendwie auf den Ast drauf zu glitschen. So, und man hat bestimmte Sprünge nicht geschafft in 60 FPS und so. Konnte zum Beispiel zu diesem Riesen nicht mehr rüberspringen an der einen Stelle. So. Und sowas ist halt bis heute drin im Spiel. Ich hoffe halt, dass sie das jetzt zum Anlass nehmen, um das mal zu patchen. Wäre schön. Ja. Ja. Ja, jedenfalls 25. Mai, wir freuen uns, Dark Souls Remastered. Wir sind dabei. Ja. Ebenfalls am 25. Mai ein ganz neues Spiel. Ebenfalls ein Spiel, worauf wir uns eigentlich schon sehr freuen. Ja. Also ich freue mich sehr darauf. Ich freue mich auch darauf. Und zwar reden wir vom PS4 Exclusive Titel. Detroit Become Human. Das ist von den Machern, die zum Beispiel auch Heavy Rain gemacht haben oder Fahrenheit oder Beyond Two Souls. Punkt. Wollte gerade sagen, gibt es noch eins. Ja, die haben auch vorher schon Sachen gemacht. Ja, aber egal, aber jedenfalls halt diese ganzen Spiele, wo es halt immer darum geht, dass man große Entscheidungen treffen muss, die halt auf deinen Charakter Auswirkungen haben, die halt die Story beeinflussen. Und zumindest bei Heavy Rain war es zumindest sehr stark so, weil da war es ja zum Beispiel auch so, dass dein Charakter, man hat 5 Hauptcharaktere und es konnte auch mittendrin in der Geschichte ein Charakter einfach wirklich komplett sterben. Waren es nicht 4? Waren es nicht 5? Ach, naja. Egal, also. 4 oder 5? Der Vater, der Detective, sie? FBI-Agent. Oh, stimmt, 4. Ja. Sorry, 4. 4 Hauptcharaktere, wo auch jeder einfach jederzeit hätte sterben können. Und So sagt man. Und jetzt ist halt bei Detroit Become Human so, das Setting ist jetzt ein etwas moderneres Setting. Wir spielen ein bisschen in die nahe Zukunft, sage ich mal, wo jetzt halt auch Androiden-Roboter ganz normal im Alltag des Menschen existieren und als Sklaven mehr oder weniger halt wirklich genutzt werden. Also sie werden halt für alle minderen Arbeiten eingesetzt, alles, worauf die Menschen keine Lust mehr haben, machen jetzt halt die Androiden.
Und jetzt aber halt so, dass diese Androiden vielleicht nicht nur so robotermäßig sind, sondern auch so langsam ein Selbstbewusstsein entwickeln. Zumindest wird das immer so angeteasert. Und jetzt scheint es da halt in Detroit Become Human darum zu gehen, dass man in die Rollen von verschiedenen Charakteren schlüpft, darunter auch anscheinend einige Androiden. Ja, es ist ja bestätigt, es sind drei Hauptcharaktere und sind alle drei Androiden. Also alle drei. Ja. Achso, ich wusste nicht, dass es bestätigt ist. Ja. Also Jedenfalls so werben sie zumindest damit. in drei Androiden und jeder erlebt halt seine eigene Geschichte, die aber höchstwahrscheinlich irgendwie durch einen roten Faden alle drei Geschichten miteinander verbunden sein werden. Und ja, und in jedem dieser Geschichten muss man halt immer wieder tiefgreifende Entscheidungen treffen. Und das ist halt das ganz große Ding, was sie halt, mit dem sie halt beworben haben, dass halt diese Entscheidungen so komplex sind wie halt noch nie zuvor. Dass es halt wirklich für jede Szene irgendwie 10 unterschiedliche Enden so im Motto gibt. Sie haben halt zum Beispiel eine ganz große schon ausgeführt, wo man einen Detective spielt und man versuchen muss, einen anderen Androiden dazu zu Ja. überreden, eine Geisel freizulassen. Wo man halt verschiedene Optionen bekommt, je nachdem auch zum Beispiel, wie gut man sich auch umschaut in der Umgebung und was man halt für Gespräche führt und so weiter. Und je nachdem kann man dann halt auf den Geiselnehmer, auf diesen Androiden, der ein bisschen durchdreht, auch zugehen. Man kann andere Optionen mit dem machen. Und je nachdem, für was man sich entscheidet, ist dann halt unterschiedlichste Sachen. Entweder stirbt er, entweder stirbt der Detective, entweder stirbt die Geisel, alle drei sterben, zwei sterben, etc., etc., etc. Und das alles kann passieren, je nachdem, für welche Entscheidung man trifft. Und das ist halt angeblich für jede einzelne Szene so gedacht, also in jeden der drei Geschichten. Und ja, man würde schon eine große Geschichte erleben, wie diese Androiden dann halt immer mehr versuchen, ihre Menschenrechte, sage ich mal, durchzusetzen oder selber Menschenrechte zu bekommen, als nicht nur irgendwelche minderwertige Zweitklassgesellschaft irgendwie Ja. angesehen zu werden. Und ja, und jeder scheint es auf andere Art auch zu unternehmen. Und da kann man gespannt sein, wie die Geschichte sich entwickeln wird, ob sie logisch ist, so wie in Heavy Rain. Oder vielleicht etwas sehr makaber wie in Fahrenheit, sage ich jetzt mal. Oder ob es halt totaler Murks ist wie in Beyond Two Souls. Es kann alles sein. Wir wissen es Ja. nicht. Wir sind gespannt drauf. Ja, gut, ich versuche es jetzt kurz zu halten, weil ich das, glaube ich, in, weiß ich nicht, bestimmt schon 10 Podcasts gesagt habe, dass ich zu David Cage einfach ein sehr ambivalentes Verhältnis habe, weil ich die Spiele jedes Mal super spannend finde, eigentlich, und aus ihm auch jedes Mal bis zu bestimmten Punkt super gut gefallen, mit Ausnahme von Beyond, was ein bisschen den Unterschied, umgedrehten Verlauf genommen hat, dass ich die erste Hälfte dachte, was ist, oh Gott! Und dann am Ende dachte ich, oh, ja, eigentlich bin ich ganz zufrieden jetzt hier raus aus dem Erlebnis. Ja, was halt wirklich daran liegt, dass dieser Mann sich für einen großen Geschichtenerzähler hält, der große gesellschaftliche Themen anpackt, aber halt selber sagt, er tut das nicht, um irgendwas auszusagen im Prinzip, sondern um Emotionen zu wecken. Das ist sein einziges Ziel. Er nimmt sich dafür aber so Themen wie Kindesmissbrauch und Co., wo man eigentlich eine Aussage haben sollte. So, und ja, er kann keine enden. Punkt. Weil sowohl Fahrenheit als auch Heavy Rain am Ende einfach beide völlig abdriften in Regionen, wo du nur da sitzt, oh Gott, es kann alles nicht sein. Und ja, es ist, ja, es macht mir halt wirklich Sorgen, dass ihr halt dieses Thema Androiden und was macht der Mensch zu Mensch und so weiter, wo wir letztes Jahr mit Nier Automata ein Paradebeispiel, wie man es richtig macht, bekommen haben, dass das jetzt halt von diesem Mann angepackt wird, der ja auch, als dann zum Beispiel diese Szene, die halt klar gemacht hat, da ist auch Kindesmissbrauch und familiärer Missbrauch und bla mit drin, und angesprochen wurde, warum er denn sich solchen Themen annimmt, hat, wieso fragen Sie mich sowas? Hollywood-Regisseure fragen Sie doch sowas auch nicht. Und ich dachte, doch, weil man sich für dein Spiel interessiert. So, und es kommen ja in letzter Zeit auch wirklich immer mehr Berichte von Quantic Dream, dass Mitarbeiter kündigen und so weiter, wohl, weil das wohl da ein sehr besonders frauenfeindliches und Pascha-Männer geprägtes Domain ist. Und ja, ich freue mich auf das Spiel, aber wie ich es so schön formuliert habe, ich freue mich darauf, ein bisschen mehr wegen dieser Sensationsgeilheit einen totalen Unfall zu sehen. Weil ich glaube, dass ich
ab der Hälfte des Spiels da sitzen werde und denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, und die Community hat sich auch schon fest vorgenommen, Klischee-Bingo mit uns zu spielen. Dass jeder vorher, machen wir extra Video zu, ja. Jeder vorher drei Klischees nennen darf und wer als erstes alle drei hat, der hat gewonnen. Das müssen wir noch einen Preis ausdenken. Ja, stimmt. Ja, ja. Aber trotzdem, wir freuen uns drauf. Es wird bestimmt sehr lustig werden. Wie gesagt, die Spiele an sich, die Spielkonzepte sind immer super. Fahrenheit hat mich total begeistert bis kurz vor Schluss. Heavy Rain hat mich total begeistert bis kurz vor Schluss. Und, Beyond Two Souls, naja. Ja, naja. Aber ja, ich finde eigentlich alles gut, was Detroit macht. So, also auch, dass jetzt nicht mehr nur die Entscheidungen an sich relevant sind, sondern auch das, was du findest, genau. Wann du was tust, dass die Zeit immer mitläuft quasi. Und wenn du halt trödelst, ja, dann läuft die Szene halt weiter. Und wenn du dann nicht alles hast, was du brauchst, hast du halt weniger Optionen. Und es scheint ja wirklich komplex und wirklich ineinander verzahnt zu sein. Ja, von daher, ich freue mich halt drauf. Ich halte nur meine Erwartungen bewusst eher niedrig. Doch, ja, das wird super. Ja. Ja, und das sind eigentlich so die, ich sag mal, etwas größeren Sachen, die man so sagen kann. Also eigentlich sind nur die großen Kracher State of Decay 2 wahrscheinlich für viele, Detroit Become Human und natürlich für die meisten auch The Dark Souls Remastered. Ja. Wird natürlich auch ein großer Kracher sein. Und ja, ansonsten kommt jetzt unsere Kategorie und sonst so, was wir schon gesagt haben, wir machen das jetzt nicht ganz schnell, nur dass den Namen vorlesen bei einigen, sondern sogar ganz kurz was zu erzählen, weil einfach ganz viel wieder irgendwelche Remastered sind, Collector Edition oder Switch Releases. Ja. Ja, ein paar kennen wir auch einfach gar nicht. Ja. Ja, was uns natürlich schon grob was sagt, ist der Name Killing Floor. Genau. Am 1. Mai mit dem Incursion-Ableger. Genau, für die PlayStation VR. Wir haben nochmal nachgeguckt, das ist jetzt ein Story-Ableger von Killing Floor. Wer Killing Floor gar nicht kennt, ist eigentlich damit groß geworden, dass man halt es ein Multiplayer-Shooter ist, wo man irgendwelche Mutanten abschießen muss, in die immer wieder in Wellen auf einen zukommen und das halt besonders blutig, spratzig und alles ist, weil man halt wirklich die Mutanten sämtliche Körperteile nacheinander abschießen kann. Nimm das Fallout 3. Genau, und jetzt halt Incursion ist jetzt halt ein Story-Ableger, wo man halt zwar theoretisch dasselbe macht, aber das ist halt nicht nur in Wellen, sondern dass man halt wirklich auch storygetrieben durch unterschiedlichste Maps von Killing Floor hindurchgeleitet wird, durch Labore, durch Katakomben und so weiter, wo man halt in gegen diese Mutanten kämpfen muss und den Grund dieser Mutanten auf den Grund geht. Und jetzt kommt das halt alles für die PSVR. Das ist eigentlich schon eine ganze Weile draußen, ist irgendwann im November schon erschienen für andere VR anscheinend und jetzt kommt es natürlich für PlayStation VR nochmal raus. Ja. Ja, und die Bewertungen auf Steam waren bei ausgeglichen, ja. Was bei Steam eigentlich so viel heißt wie schlecht. Genau. Dann am 3. Mai kommt Total War Saga Thrones of Britannia für den PC. Darüber haben wir schon letzte Release-Vorschau geredet. Das wurde anscheinend nochmal ein bisschen verschoben. Kommt jetzt also erst Anfang Mai. Und ja, wir haben schon letzte Podcast schon drüber geredet, was jetzt halt das Besondere daran ist. Es geht halt wieder ins Mittelalter, jetzt diesmal auf die britischen Inseln. Man kann drei oder vier Fraktionen war das, kann man spielen. Darunter zum Beispiel Wikinger oder auch die ganz normalen Briten. Es ist halt mehr ein bisschen mit Politik. Jede Fraktion hat seinen eigenen Stil und es gibt halt großen Endgame-Content. Selbst wenn man sein Ziel erreicht hat, kommt am Ende nochmal eine große Invasion, gegen die man sich verteidigen muss. Ja. Und es kostet, glaube ich, nur 40 Euro oder so. Ja. Was. Ja, am 4. Mai kommt ein Spiel, was mir gar nichts sagt, nämlich City of Brass. Für PS4, Xbox One und PC, keine Ahnung, sagt man auch nicht. Der nächste Titel sagt uns etwas, nämlich am 4. Mai erscheint auch Donkey Kong Country Tropical Freeze für die Switch jetzt. Das ist ja schon mal für die Wii U erschienen. Ja. Ist halt der Donkey Kong Country Ableger, hat damals eine gute Bewertung bekommen, hat Spaß gemacht, wieder mit den ganzen Donkeys herumzuflitzen. Und ja. Bock schwer, kommt von Retro. Genau. Das Interessanteste eigentlich finde ich im Moment, ob Retro ein neues Donkey Kong macht, weil es ist ja schon bestätigt, dass sie wohl nicht Metroid machen, was sie ja auch erfunden haben, Metroid Prime. Und da halt jetzt ja viele Munk, also es wird ja im Moment, hält sich das Gerücht ja hartnäckig, dass FromSoft das neue Metroid machen soll. Na, mal gucken, ob die das machen, weil sie. Schon lustig wäre. Sehr schon lustig, ja. Ja. Deswegen, ja, Donkey Kong gut. Kommt jetzt nochmal für die Switch. Ja, am 8. Mai auch verschoben, hatten wir letzte Release-Vorschau auch schon, nämlich Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ist ganz witzig, weil ich da noch sagte, huch, und jetzt ist es plötzlich da. Ja. Und dann war es doch nicht da. Ja.
Ja, Pillars of Eternity ist ein klassisches isometrisches Rollenspiel mit den Sachen wie, du hast Gruppenmitglieder, die kannst du verärgern, die kannst du gut finden, die können sagen, ich finde dich super gut, ich bin für immer bei dir oder ich finde dich nicht so gut, ich gehe. Erlebst dann eine klassische High-Fantasy-Story. Wir glauben, dass es diesmal irgendwas mit Seefahrt zu tun hat, Genau. anhand des Titels Deadfire, wissen aber auch noch immer nicht mehr darüber Ja. als letzte Woche. Jetzt wissen wir auch warum. Weil wir nämlich keine Reviews dazu gelesen haben, weil das Spiel verschoben wurde. Richtig. Ja. Frech. Dann am 11. Mai erscheint One Piece Pirate Warriors 3 für die Switch. Das ist auch Ja. schon mal für andere Konsolen vorher erschienen. Kommt jetzt aber für die Switch, ist halt ein klassischer Prügler mit den ganzen One Piece Charakteren bis zu dem und dem Arc, wie weit der Anime momentan ist. Ja. Also One Piece Dynasty Warriors. Dann kommt Dragon's Crown Pro für die PS4. Dragon's Crown ist ja so ein Side-Scroller-Fighting-Rollenspiel-Game, was damals halt vor allem durch sein Art-Design aufgefallen ist, mit einer Hexe, die so große Brüste hat, dass sie eigentlich in der Mitte durchbrechen müsste, anhand des Gewichts und so weiter und so fort. Und ja, wir können uns eigentlich nur vorstellen, dass das Pro hinten dran jetzt heißt, dass es nochmal für die PS4 Pro enhanced wurde. Genau. Dann am 15. Mai erscheint auch das Spiel Little Witch Academia, Shammer of Time für PC und PS4. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Ich kenne Little Witch Academia. Das ist ein süßer kleiner Anime. Wie schon der Name vermuten lässt, es geht halt um ein Mädchen, was halt auf eine Hexenakademie geht und da ihr Handwerk sozusagen lernt. Ja. Und ja, der Anime ist ganz süß und lustig und jetzt kommt dazu ein Spiel. Ja, gibt es auch auf Netflix übrigens. Ja. Ich tippe auf Visual Novel. Wahrscheinlich. Machen Sie bei Anime gerne. Ja, dann kommt ebenfalls am 15. Mai ein Ableger meiner, eventueller Spoiler, einer meiner liebsten japanischen Rollenspielreihen, nämlich Shin Megami Tensei, Strange Journey Redux. Ich habe aber keine Ahnung, was das ist. Ich wusste nicht, dass es kommt. Ich weiß nicht, was es ist. An Redux schließe ich, dass das ein älteres Spiel ist, was Ja, jetzt nochmal neu würde gemacht ich auch mal wurde. sagen. Ich habe kein 3DS und damit werde ich nicht in den Genuss des Shin Megami Tenseis kommen und freue mich weiterhin wie ein Bekloppter auf das Switch Shin Megami Tensei. Ja. Dann kommt am 15. Mai Battle Chasers Night War auch nochmal für die Switch. Das war das Ding, wo ich damals, wo wir die Research auch dazu gemacht haben, absoluten Ja, Mumpitz erzählt korrigiere dich habe. doch bitte. Battle Chasers Night War ist. Night War ist doch alle dasselbe. Es geht um Abendkleider. Lass uns die Theorie, lass uns das einfach fortsetzen, bei jedem Panel Chasers völligen Mist zu erzählen einfach. Also es geht um Abendkleider. Es ist ein Abendkleid-Rollenspiel. Da geht es darum, sich Das. über eine Map zu bewegen und Monster zu verkloppen, um ihnen ihre Negligés abzunehmen. Und, weil wir müssen ja auch den Rest des Titels noch mit einbeziehen, nicht Battle Chasers, also man spielt krasse Ritter, Ja. die halt versuchen, diese Kleider selber anlegen zu dürfen, weil sie wollen sich endlich mal so fühlen wie ganze Prinzessinnen, die sie immer nur retten Ja, müssen. genau. Sie wollen selbst mal eine Prinzessin sein. Dazu müssen sie jetzt Monster verkloppen, damit sie selber mal diese Kleider, Schuhe und so weiter krönchen, damit sie die selber tragen können. Ja. Darum geht es in Battle Chasers Night War. Nightwear. In Night War hingegen, den eigentlichen Titel, Ja. ist nämlich nach einer Comic-Vorlage das Spiel, mit ja, Typen, die halt solche Muckis haben und Frauen, die solche Brüste haben. Und laut den Fans ist es eine total tolle Comic-Reihe, die aber auch nie wirklich lang, glaube ich, also nicht wirklich groß geworden ist, sage ich jetzt mal. Ja. Ist deswegen auch etwas unbekannter und ist ansonsten ist es aber jetzt halt spielt in dieser Welt, die halt schön düster und brachial ist und man spielt halt in rundenbasierten Kämpfen gegen irgendwelche Monster und Banditen und so weiter und erlebt halt eine neue Geschichte mit den Hauptcharakteren, die auch in den Comic existieren. Ja, Das genau. Und ist das Kampfsystem soll super toll sein. genau und das soll halt eigentlich ganz lustig und spaßig sein. Ja. Dann am 17. Mai kommt Far Long Sails. Scheint ein Segelspiel oder Das so. würde ich, ja. Dann kommt am 18. Mai Hyrule Warriors Definitive Edition für die Switch. Ja, Hyrule Warriors ist halt Dynasty
Ja, doch, Dynasty Warriors, nur halt jetzt in Legend of Zelda gewandt und deshalb mit Definitive Edition werden wahrscheinlich sämtliche DLCs noch dazugepackt werden. Das gab es schon für die Wii U, jetzt kommt es für die Switch. Ja, es ist ja die Überlegung, wenn der Healer hier ist, das kann man auch im Koop an einer Konsole spielen, zumindest auf der Wii U ging das, ob man das mit ihm dann hier mal ein bisschen zockt. Wäre auch möglich. Kann man sich ja auch leihen, muss man ja nicht direkt kaufen. Ja. Dann ebenfalls am 18. Mai für die Switch kommt Little Nightmares Complete Edition. Ist ein tolles kleines Spielchen für den PC. Es hat eine wunderschöne Grafik. Es wirkt alles wie, als ob es Tim Burton gemacht hätte, sag ich mal. Und es ist halt eine philosophische Reise durch, ich sag mal, mehr oder weniger ein Schiff oder durch andere Welten. Und jetzt in der Complete Edition sind halt auch noch die 2 oder 3 DLCs, die es dazu jetzt bis jetzt rausgekommen sind, auch mit drin. Wo man halt noch mehr Abenteuer, noch mehr Rätsel lösen muss, was es eigentlich alles geht. Und kommt jetzt auf die Switch. Ist sehr schön. Ja. Am 22. Mai erscheint dann auch noch Ancestors Legacy, die Mega Man Legacy Collection Runner 3 und Space Hulk Deathwing Enhanced Edition. Dazu kann man halt kurz sagen, Space Hulk Deathwing ist auch ein Warhammer 40k-Spiel. Genau. War dieses Weltraumschiffe-Gedöns, ne? Ist das korrekt? Ich glaube schon. Es müsste sein. Ja, also man fliegt mit Warhammer 40k-Schiffen herum, kann sich größere Schiffe erobern, Schlachten schlagen und war, glaube ich, so, dass wenn das Schiff kaputt geht, ist aber auch das Schiff kaputt. Hm. Ich weiß nicht, ob es wirklich das war. Wenn es Quatsch ist, ist das Quatsch. Auf jeden Fall erscheint das und ist enhanced. Ja, außerdem kommt auch am selben Tag Tennis World Tour für PS4, Xbox One und Switch und PC raus. Wird wahrscheinlich ein Tennis-Turnierspiel sein. Ja. Am 24. Mai erscheint dann noch Dylan's Dead Heat Breakers. Keine Ahnung. Am 29. Mai erscheint Everspace für die PlayStation 4. Der Titel sagt mir irgendwas. Mir auch. Aber ich kann leider auch gerade wirklich nichts dazu sagen. Ja. Am 29. Mai erscheint Legend of K Anniversary. Für die Switch. Legend of K sagt mir auch irgendwas. Ja. Ich glaube, es war irgendein... War das nicht das irgendwie mit diesem Kung-Fu-Tiger oder sowas? War das Legend of K? Ich glaube schon. Oder war das wirklich? Ich bin nicht der Meinung, dass wir Legend of K schon mal nachgeguckt haben. Ja, wir haben es schon mal nachgeguckt. Oder war Legend of K das mit diesem Dämon? Nein. Dieser Typ mit den weißen Augen? Der heißt Kane. Der heißt Kane? Ja. Ach so, okay. Legacy of Kane. Das war Legacy of Kane, nicht Legend of K. Ja. Okay, dann... Ich glaube, es geht um einen Kung-Fu-Tiger. Es kann sein. Ich weiß es aber auch gar nicht. Ja. Am 29. Mai erscheint außerdem Moonlighter. Keine Ahnung, was das ist. Kommt für sehr viel raus. Nicht für PS4, Xbox One, Switch, PC und den Mac. Boah, für Mac so gemacht. Das ist, also dann ist es ein Qualitätsmerkmal. Ja, und dann kommt noch am 29. Mai der Sega Mega Drive Classics, PS4, Xbox One. Ist das diese Mini-Edition jetzt vom Sega Mega Drive? Vermutlich. Weil ich habe erst irgendwie vor kurzem was drüber gelesen, dass sie jetzt auch... Obwohl, der ist ja für PS4, Xbox One. Ach stimmt, also es ist eine, also es ist eine Collection von aber Sega Mega Drive. Ich habe vor kurzem gelesen, dass jetzt das Sega Mega Drive soll, genauso wie Nintendo mit den Super Nintendo, macht jetzt Sega das mit den Sega Mega Drive. Wollen sie auch so eine Mini-Edition rausbringen. Übrigens wurde ja vor kurzem angekündigt, dieses Jahr, wo wir gerade bei Sega sind, wie wir alle das gedacht haben, kommt Shenmue 1 und 2 nochmal remastered für PS4 und Xbox One. Und ich saß da mit einer Mischung aus, ja, kann ich nachholen und nein, ich habe mir gewünscht, dass ich es nicht nachholen muss. Ach, es kommt doch sonst nicht mehr dieses Jahr. Ja, das ist ein Glück. Ja, also ich weiß gar nicht, was du hast. Ja. Ja, ja, damit und das war's. Sind wir durch. Das Toll. War die Release-Vorschau für den Mai 2018. Ja, wie gesagt, größtenteils irgendwelche Definitive Editions, Complete Editions, neue Releases für die Switch und so weiter und so fort. Und ein, zwei kleinere, größere Titelchen, die da rauskommen. Genau. Schreibt gerne in die Kommentare, auf welches dieser Spiele ihr euch denn am meisten so freut. Oder haben wir irgendein Spiel vergessen, wo ihr sagt, das ist total wichtig, darauf freue ich mich schon mein Leben lang. Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, schaut ansonsten gerne auch auf unseren anderen Kanal vorbei, bei Grauen Gaming, so rum. Bei Grauen Gaming, wo unsere Let's Play und Twitch-Sachen so erscheinen. Schaut uns auch gerne uns live zu, wenn wir wieder streamen bei Twitch. Und ansonsten schauen wir euch auch die ganzen anderen Podcasts hier auf Raum Entertainment an. Die sind alle sehr, sehr gut. Es ist immer wieder erstaunlich. Wir haben ja nun Discord. Und es gibt wirklich Leute, die das machen. Die uns so gut finden, dass sie einfach anfangen, von Raustausch 1 bis heute alles zu gucken. Und ich denke so, oh Gott, wir sind doch gar nicht so wichtig. Aber es freut einen sehr. Ja,
freut uns im Herzen, sehr, sehr lieb von euch. Und es freut uns, dass die Community immer weiter wächst und gedeiht. Und ja, dann würde ich sagen, habt ansonsten noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört oder schaut. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Euer Ramen. Und euer Gauton. Ciao.